Für das neue Spiel. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cypsycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia. Und heute befinden wir uns wieder in Tanglewood. Albtraummodus. Und ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich hier nicht Challenges mit reinbringe, die ich für einen Run, sprich in jedem Haus, machen kann. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gerne Bescheid geben. Für mich wäre das, oder ich hatte mir jetzt überlegt, einfach bei diesem Run praktisch dann, oder in dem Fall wäre es jetzt ab dem nächsten Run, einen Gegenstand wegzunehmen. Also einen der Beweismittel, EMF, Thermometer, Dots, whatever, dass wir den einfach nicht haben und damit in jedes Haus gehen. Ihr könnt gerne Ideen in die Kommentare bringen, würde mich mal interessieren, denn ich denke, wenn wir jetzt einfach nur jedes Haus stumpf durchmachen, immer im Albtraum-Modus, könnte das auch irgendwann ein bisschen zu einseitig werden. Und es gibt noch eine kleine Ankündigung. Zum einen, wer Bock hat, sich erschrecken zu lassen, schaut in mein letztes Video hier oben hoffentlich verlinkt, wenn ich dran denke. Und zwar von Ghost Exile, da gibt es einen schönen Jumpscare. Ich fand das ganz lustig und ja. Es haben sich auch mehr Leute erschreckt, gerade beim Anschauen. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Und da wir auf Twitch jetzt bald die 2000 Follower knacken, auf Discord die 500 Follower, sagt man das so? 500 Mitglieder, nennen wir es mal so, geknackt haben und auf YouTube vor gar nicht allzu langer Zeit die 4000 Abonnenten. Danke dafür auf jeden Fall. Dickes, dickes Herzchen. Will ich auf jeden Fall demnächst mal wieder einen längeren Livestream bringen. 6 Stunden ungefähr, vielleicht auch ein bisschen länger. Ist momentan in Planung. Ich habe leider noch kein Datum im Kopf. Da muss ich natürlich jetzt erstmal schauen. Aber wenn ihr Bock habt, ich werde auch wahrscheinlich auf dem Discord extra einen Reiter deswegen nochmal erstellen. Da könnt ihr Vorschläge bringen, bezogen auf was wir machen, was gezockt wird und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall, deswegen schaut da gerne vorbei. Links unten in der Beschreibung zu Twitch und Discord. Und jetzt würde ich sagen, jetzt starten wir erstmal und jagen die gute Donna Taylor. Wir brauchen das EMF-Gerät, Bewegungssensor und brauchen ein Foto vom Geist. Taschenlampe habe ich schon in der Hand. Dann brauchen wir noch EMF, Taschenlampe und let's go. Ich will die ganze Zeit springen. Ich habe jetzt in letzter Zeit Borderlands gezockt, beziehungsweise Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Das wurde ja remastered. Noch. Für das neue Spiel. Also erstmal danke, dass du mir gezeigt hast, wo der Breaker ist, aber ich bin jetzt erstmal beim Phantom. Phantome geben sehr, sehr häufig, sehr, sehr früh ein Event. Und das war gerade krass. Ich hätte einfach mal so meine Taschenlampe geht komplett ab. Alter, Vater, was war das jetzt? Okay, 6, 8. Wir schauen uns erstmal hier, irgendwo hier in dem Bereich haben wir einen Gegenstand gehört. Aber erstmal sehe ich nichts. Ich dachte, das wäre hier hinten gewesen. Es kann natürlich sein, dass es auch bei Nancy war oder irgendwo hier in der Nähe zumindest. 6-1, Breaker ist bereits an, aber wir haben draußen Schnee. Also ein bisschen doof. Dadurch dauert es ein bisschen länger. Geht Teddy? Wir schauen mal rum. Keine Musikbox. Wir müssen ja immer noch unseren verfluchten Gegenstand finden. Wir machen jetzt hier mal Licht an. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Gegenstand, der nicht da liegt, wo er sollte. Aber bis jetzt sieht hier alles noch relativ aufgeräumt aus. Obwohl hier komplettes Chaos sein müsste, weil irgendein Gegenstand geworfen worden ist. Das sieht Quelle aus. Ups. Okay, das ist crazy. Ich sehe hier keinen Gegenstand. Hier mit 12 Grad, dann haben wir die Karten. Das passt perfekt. Hier der Knochen, da die Karten. Das können wir dann direkt mitnehmen. Machen wir uns einfach mal nach unten. Ich hatte hier kurzzeitig 4 Grad. Jetzt natürlich die Frage. Heißt es jetzt erst im Wohnzimmer oder hat es sich einfach noch nicht temperiert? In manchen Räumen hatten wir jetzt schon über 10 Grad, wie euch aufgefallen ist. In manchen haben wir immer noch unter 10 Grad. Das kommt einfach daher, dass sich die Räume unterschiedlich temperieren. Manche sind schneller, manche langsamer. Ich würde gerne wollen, dass das nochmal ein Gegenstand wirft, deswegen Donner. Aha. Gefunden. Danke. Macht da keinen Stress, Donner. Okay, jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Bist du hier? Ist der Teller immer da? Nee, der ist auch verrutscht. Der Teller ist verrutscht und hier das Gemälde. Oder Foto. Foto, Foto, Foto. Okay, wir lassen jetzt erstmal unser Zeug hier. Geh mal raus. Bin jetzt mal gespannt. Ich habe auch über den offiziellen Discord von Phasma drüber geschaut. Und ja,
Ich sag mal so, die VR-Player werden sich freuen, denn das soll das nächste Update werden. Ist auch schon Planung. Bis jetzt ist nur bekannt, dass es soon kommt, sprich bald, aber wann genau? Bild. Und Bild. Was ist los mit dir? Was hast du mit den Bildern? Vielleicht spontan Zwillinge? Das würde zumindest erklären, wieso da hinten ein Bild ist und hier. Und hier sogar zwei. Ja. Aha, jetzt. Ja, nee, jetzt ist er da hinten. Ah, okay, ja, nee. Mhm. Der Geist sucht sich wahrscheinlich erst noch seinen Geisterraum und weiß nicht, wo er hin soll. Kompletter Gewissenskonflikt. Erstmal hier komplett durchgeraged, komplettes Chaos. Alles zerstört. Ich muss es bezahlen wahrscheinlich, also jetzt mal serious. Okay, finde ich auch gut. Ein Zweier. Wir haben unsere Fahnenampel gerade nicht da. Schauen wir mal. Und wir haben Fingis. Die habe ich sogar hier durch... Ja, das sah gerade crazy aus, als ob ich sie durch die Wand gesehen hätte. Okay, machen wir dann natürlich direkt ein Foto. Und bis jetzt finde ich den Geist ein bisschen crazy. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Momentan... Deutet sich mir auf Zwillinge hin. Ansonsten hätte ich gesagt, momentan deutet sich auf Zwillinge hin. Hinten Foto und auch der Teller. Hier die zwei Fotos. Relativ groß. Ja, wobei. Vielleicht genau deswegen. Die Zwillinge haben ihre Räume nicht mehr, oder theoretisch nicht mehr so weit auseinander. Ich weiß nicht, ob das fix ist oder einfach nur eine Wahrscheinlichkeit. Also, weil ich mal gehört habe, liegen die Räume näher beieinander. Natürlich die Frage, was bedeutet näher beieinander? Wenn mir jetzt ein Tanglewood anschaut, dann wäre näher beieinander Nebenräume. Dann wäre das weit auseinander mit der Raum hier und, also Blue und S-Bereich. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Asylum anschaut, da sind es dann schon andere Maßstäbe. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Tschüss, jetzt hat er schon beides aufgemacht. Ey, alter Vater. Nehmen wir da natürlich direkt auch noch ein Foto mit. Wo war jetzt der Gegenstand? Keine Ahnung, aber ein Dreier. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du wütend? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du wütend? No. Also, ja, aber no. Also, wahrscheinlich ist er da, aber... Das ist eine Wendkleine Ratte. Erstmal die Beine in die Hand genommen, bis ich mir gedacht habe, warte mal. Hier läuft mir viel zu früh. Kleine Ratte. Wenn du sogar ein Jin gewesen bist oder ein Phantom, ey, dann... Nein, das machen wir nicht. Okay, also Büchlein hier. Jetzt ist natürlich die Frage. Also momentan, Daemon würde plausibel klingen, Goyo würde plausibel klingen, insofern wird Dottie es noch kriegen. Phantom, ja, durch das frühe Event. Wenn es jetzt wirklich ein Phantom ist, dann finde ich das richtig geil, dann haben wir es theoretisch durch dieses frühe Event direkt erkannt. Aber wenn ich wundern, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, wenn da jemand redet. Ich habe meiner Schwester gesagt, dass ich aufnehme und sie ignoriert das einfach mal ziemlich höflich. Sie schreit sogar noch lauter als sonst. Deswegen, ja, I'm sorry, falls man was hören sollte. So, das ist jetzt erstmal alles platziert. Dann schauen wir noch dort. Bis jetzt läuft es relativ gut. Zwei Events bis jetzt, viele Gegenstände und großes Roaming. Wobei, er ist natürlich jetzt frei oder, ja... Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt Roaming war oder ob einer den Geistraum gewechselt hat. Und es könnte ja auch sein, dass er erst im S-Bereich war und dann hat er trotz in die Richtung gewechselt. Momentan deutet es immer noch auf mein Phantom hin. Mein Phantom ist noch drinnen. Das finde ich gerade echt interessant. Wir brauchen noch einen Bewegungssensor. Ich bringe nur erstmal schon mal Räucherstäbchen an die Tür. Danach bringen wir zwei Bewegungssensoren mit rein. Und das wäre auf jeden Fall richtig geil, oder? Dann wäre das nochmal bestätigt, dass ein Geist, der so früh eine Wend macht, der wahrscheinlich ein Phantom sein könnte. Ich würde es nicht auf 100% dann setzen, ganz klar. Also es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, aber die meisten Phantome, die ich hatte, machen direkt einen Event am Anfang. Deswegen richtig cool, jo. Aber könnte ja auch mal noch ein Banshee oder ein Goyo sein. Was wollte ich jetzt eigentlich? Bewegungssensoren, genau. Die bringen wir rein, danach nehme ich die Videocam in die Hand, dann schauen wir nach Dots. Denn es könnte ja auch dann noch ein Goyo zum Beispiel sein, ein Gorio. Schluckt dieses I, beziehungsweise Y immer so. Ja, bup. Und einfach mal, weil wir es können hier und weil er gerne mit dem Radio spielen, irgendwas gerne da hinten macht. So, die beiden hier in die Hand, beziehungsweise mitnehmen. Hör zu, es zieht. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob wir hier dort sehen. Mir ist aufgefallen, normalerweise
konnte man über die Videocam dort sehen und mit bloßem Auge nicht mehr. In letzter Zeit hat man häufiger das Phänomen, da kommt ein Hauch. Danke, sie lieb von dir. Hat man häufiger das Phänomen, dass man die Dots auch mit der Videocam, insofern man im Raum ist, nicht mehr sehen kann. Wir müssen jetzt praktisch vor der Tür warten. Ist hier jetzt nur gerade ein bisschen schwierig, denn wir können schlecht vor, ja, im Flur warten, denn die Tür geht leider zur rechten Seite auf. Damit würden wir nichts erkennen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier schön nach den Dots. Ein Goyo zum Beispiel ist territorial, was bedeutet, der bewegt sich sehr, sehr häufig in seinem Geisterraum, was bedeutet, dass Events im Geisterraum dann natürlich auch so ein bisschen für den Goyo sprechen würden. Mich nervt das EMF, aber ich will es gar nicht ausmachen, denn ich habe Angst, dass ich dann keine Dots sehe, insofern wir Dots hätten. Während der Jagd können wir herausfinden, ob wir ein Phantom haben, dann können wir noch das Parabol mit reinbringen, können wir nochmal verstärkt schauen, ob wir eine Banshee haben, aber bis jetzt sehe ich keine Dots. Das bedeutet, ich bin jetzt erstmal beim Goyo. In ihrem Raum, trotz Videocam, sehe ich keine Dots. Weil das war ursprünglich mal ein Trick. Videocam in die Hand nehmen, dann sieht man in der Videocam die Dots, aber mit bloßem Auge nicht. Aber insofern man direkt im Geisterraum ist, soweit mir das aufgefallen ist, jetzt auch im letzten Stream, sieht man da keine Dots. Und das hier gerade bestätigt. Das bestätigt es gerade. Es kann natürlich durchaus sein, dass er einfach nicht durch die Dots läuft, sodass wir sie sehen können. Aber der Raum ist so klein, dass er da nicht durchläuft, finde ich jetzt irgendwie komisch. Momentan spricht alles sehr, sehr viel in Goyo. Territorial, im Geisterraum, also jetzt immer noch im Geisterraum, sprich wenig Roaming und keine Dots. Und jetzt mache ich was, denn jetzt... Das war asozial. Will ich nur mal anmerken, Mädel. Das war asozial. Ja, ich muss das echt noch üben. Ey, Alter Vater, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr täglich fast mal spiele, sondern nur noch jeden zweiten Tag, da ich ja an den anderen Tagen Ghost Exile zocke, bin ich eingerostet. Der Geist jagt. Ich muss erstmal mein Räucherstäbchen suchen, Alter Vater. Ich hoffe, naja, ich habe die Videocam jetzt nicht platziert. Ich nehme jetzt schnell Sandy die Pin. Ja, ich weiß, das war ziemlich dämlich. Für euch kann ich es rauscutten, nur ich muss ja warten. Deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Bup. Ich gehe da jetzt nicht rein und Feuerzeug. Aber ich will jetzt erstmal schnell die Räucherstäbchen nehmen, um ihn im Geisterraum festzuhalten. Denn je mehr, je niedriger die Sanity ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sein Geisterraum wechselt. Für den Fall, dass er noch hier ist, möchte ich jetzt nämlich schnell nochmal schauen, ob wir Dots haben. Und zwar über die Videocam. Mit bloßem Auge haben wir es nicht gesehen. Würden wir jetzt über die Videocam nochmal Dots sehen, hätten wir die Bestätigung. Dann das würde sagen, okay, er ist immer noch da. Okay, wir haben immer noch Dots in diesem Raum. Wieso haben wir sie nicht gesehen? Antwort, Goryeo. Deswegen schauen wir jetzt einfach hier. Es kann natürlich durchaus sein, dass wir einfach nur das Intervall nicht erwischt haben, aber wir haben so häufig hier reingeschaut. Klar, es ist Samara, was bedeutet, er hätte auch gekrabbelt sein können, aber hier waren wieder die Dots, ihr habt das gesehen. Er ist schöner durchgelaufen, aber mit bloßem Auge haben wir sie nicht gesehen. Ich bin beim Goryeo. Wir haben jetzt noch den, ja, wir brauchen jetzt noch ein Wort vom Geist. Aha. Ich freue mich mega. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Wir müssen noch, nee, wir haben die Karten. Karten sind doof für ein Foto. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen chillen. Ich warte jetzt hier noch ein paar Minuten. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch ein Foto. Ja, ich werde das Ganze gecuttet. Aber ich sag mal so, ich verspreche euch nichts. Ich habe jetzt auch keine Lust hier, meine ganze Lebenszeit zu verbringen. Deswegen, wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. So lange, bis ich keinen Bock mehr habe. Und dann düsen wir ab. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich. Liebe und auf Gartenoventur noch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur, ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit. Tipp, 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 tipp und Jab. Wo warst du? Da ist recht, tipp, 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 tipp und Jab. Hör auf mit dem Schmarrn. Ja,
Okay, Ladies and Gentlemen, ich bin gerade auf dem Weg nach draußen. Ich habe keine Lust mehr. Die hat einfach keinen Bock. Sie wurde jetzt auch relativ inaktiv. Ja, sie hat uns das eine Event noch gegeben. Das wäre wahrscheinlich unser Last Try gewesen. Aber keine Ahnung, wo sie war. I don't know. Sie ist immer noch im Geisterraum. Das bestätigt mir nochmal, dass es wahrscheinlich eher ein territorialer Geist ist. Gut, wir wissen jetzt nicht, wo das erste Event am Anfang war. Es hätte auch eine Banshee sein können, die ihr Event in meine Richtung gegeben hat. Sprich, als wir hier hinten waren, hier, dass sie vielleicht hier in dem Bereich war. Oder hier um die Ecke und deswegen haben wir sie nicht gesehen. Durchaus möglich, dass wir für eine Banshee sprechen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir diesen ab. Ich bin so überzeugt davon, dass ein Gojo ist, dass ich jetzt die weiteren Tests nicht mache. Jetzt ist die Frage. Ist das ein Fehler oder ist das in Ordnung in dem Fall? Oh, mal. Und es war ein Gojo. $260. Man muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt noch die anderen Tests machen können. Doch vielleicht hätte ich durch diese anderen Tests, dann wäre ich mir nicht sicher gewesen, hey, hat jetzt geblinkt oder nicht, zum Beispiel bezogen auf das Phantom während der Jagd. Oder ich hätte ein Foto gemacht und sie wieder daran direkt danach verschwunden. Wäre ich mir auch nicht mehr sicher gewesen, ist es ein Phantom oder nicht. Also manchmal ist es ganz praktisch, wenn man nicht zu lange testet. Ihr merkt das jetzt ja auch, wir sind jetzt, oder meine Aufnahme geht jetzt 17:50. Bei euch habe ich ja ein bisschen rausgekartet, also wir waren jetzt nicht allzu lange im Haus. Wir hätten noch Unmengen testen können. Aber dann hätten wir uns am Ende nur selber verwirrt. Wir haben ihn erkannt. $260. Ich bin happy. Wir hätten Aufgabe 4, sprich das Foto, gerne oder hätte ich gerne noch gemacht. Und vielleicht noch ein paar andere Fotos mitgenommen. Hätte ich eigentlich dran denken können, dass ich zumindest noch mein Büchlein voll mache mit Fotos. Habe ich jetzt leider nicht dran gedacht. Aber ich bin happy. Wir haben überlebt. Wir haben den Geist erkannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Danke fürs Zuschauen. Und haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.